ist ein Gast, der ins Landhaus kommt, Kugelschreiber sammelt da. Da wurde die Idee dann geboren, weil ein Kellner braucht ja auch immer Kugelschreiber und die sind ja meistens nie da. Aber ich denke, jetzt sind genug da. Also es wurde dann auf einmal immer mehr Kugelschreiber, wir haben Pakete gekriegt von überall. Es wurde aus den Grenzen hinausgetragen und der Erlös von der Versteigerung und der Tauschbörse, die hier unten ist, kommt der Lebenshilfe Annaberg zugute. Königin hat eine Sammlung von sage und schreibe 11.562 Kugelschreibern. Es war keiner doppelt, weil der fliegt da raus. Und es ist die Frau Freitag. Die Frau Freitag. Ich habe noch der Wende angefangen. Ja. Da kommen ein paar alte Schlosser und da haben die Vertreter immer Kugelschreiber mitgebracht. Und die hat er mir gegeben. Und da habe ich dann angefangen mit Sammeln. Wir wollten das Geld spenden für ein Heim. Wenn ihr was reinkommt, kriegen die dann ein Heim. Thank you.